Moment, Moment, Moment. Das war die Hupe. Ich weiß, ich will ihn nervös machen. Ja, genau, mach ihn doch auch mal ein bisschen nervös. Jetzt muss ja nicht immer nur mich hier. Ja, das mache ich dann wieder, wenn ich wieder stehe. Schnauze. Da bedränge ich dich wieder von hinten. Hier. Muss ich nochmal kurz anders positionieren. Was machst du denn jetzt? Wegfahren und dich auslachen. Nein, 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 ich muss nur kurz woanders hin. Hey! Hey! Ja, 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 ich nehme dich ja gleich wieder an die Leine. Wo willst du jetzt hin? Was willst du nach oben? Ich an die Leine, ach so. Ah, jetzt, ich weiß, was du vorhast, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen von der Entfernung her. Vom Gedanken her ist es richtig, aber das haut wahrscheinlich nicht hin. Ja, könntest du ja mal versuchen. Mach mal einen Motor aus, das sprisst zu viel Fritt. Ja, nee, stimmt, so das Fritte. Reicht auch nicht von der Entfernung. Schade. Muss ich noch ein Stück vor. Jetzt pass gleich auf, liegt er auf, ich sehe es schon kommen. Guck mal, der hängt schon mit dem Vorderreifen in der Luft. Wupp. Gerade mit dem Gefährt will er das probieren. Ich bin ja nicht sicher, ob das funktioniert. Ja, das wenn das einer fahren kann. So. Wie geht's denn zur Verdeckung? Stehe ich eventuell im Weg? Nein, tue ich nicht. Ah, jetzt habe ich ihn allein. Sehr schön. Ach, tue ich vielleicht wohl. Naja, wird sich dann zeigen. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Toll, jetzt zieht's mich runter. Du kannst dabei auch rückwärts fahren, wenn du ziehst. Ich fahre rückwärts, Julian. Dann, der hat ist halt auch ein bisschen größeres Kaliber, ne? Gucken, knutschen. Ja, mein Motor ist an, das ist ja schon mal etwas. So, dann such dir einen Baum und zieh dich ja, selbst ja, drauf. Ja, 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 scheiße. Warte mal. Ich probier mal was. Lehn mich mal daneben. Ich hätte die Leine vielleicht ein bisschen länger lassen sollen. Oh, oh, oh. Jetzt bitte wenn du jetzt rückwärts fährst. Komm mal rückwärts. Rückwärts. Es geht nicht. Es geht nicht. Da liegt ein großer Stein hinter mir. Warte. Winde los? Yay, yeah, die ist los. Oh, siehst du mal, Julian, der kriegt Sachen hin, die kriegst du nie hin. Ja? Ja. So, jetzt müssen wir hier nur irgendwie rauskommen. Ich habe ein bisschen gebuddelt übrigens. Oh, Alter, hier sind ja nur Löcher. Sag mal, wo bist du eigentlich lang gefahren vorhin? Ich habe mir gedacht, das sind Offroad-Fahrzeuge, dann fahren wir doch auch mal Offroad. Ja, nee, das sind LKWs. Ja, aber sie sollen ja hier Offroad fahren, oder nicht? Ja, wenigstens komme ich diesmal. Komm, das Ding heißt ja Offroad Truck Simulator. Und jetzt hier schon wieder nicht hoch? Och komm, LKW, komm, komm, ja, 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 komm, komm. Komm, wo hängt der denn? Ich denke an einem so kleinen Stein fest, das kann ja wahr sein. Nicht runter, nein! Nein! Nee! Gott, ist dieser LKW stur? Wie viele Ziele hat die Karte eigentlich? Eins oder zwei? Ich glaube. Eins tatsächlich. Sieh dran! Oh, ich bin oben. Ich bin oben, ich bin oben. Oh, Baum. Ah, der Andi ist gekommen. Auch nicht schon wieder. Riecht der jetzt schon wieder? Ja. Oh, setz dich zur Werkstatt zurück und komm wieder hier. Das kann nicht wahr sein jetzt, oder? So unfällt mir nicht, weil ich, obwohl es mir mal nachgesagt wird. Und ich habe mich festgefahren. Ja, ist geil. Willkommen zu den Profis. Und wer steht hier noch frei? Der unfähige Julian. Ja, ist gut, komm ich selbst wieder zur Werkstatt zurück. Jetzt alle zur Werkstatt zurückgeht, dann mache ich damit. Toll. Ganz toll, wie ich hier gespawnt bin. Nur wegen diesem blöden Baum. Klasse. Guck mal bitte, wo ich stehe. Ja, sowas passiert nur bei uns. Mhm. Aber mach dir nichts draus, man gewöhnt sich mit der Zeit an alles. Ich baue mir jetzt auch mal so ein Werkstattding hier hinten drauf. Da
kann ich mich wenigstens selbst reparieren, wenn es nötig ist. Bist du dir sicher, dass du diesen Orangen überhaupt nehmen willst? Ja, bin ich mir sicher. Ich finde den irgendwie cool. Okay. Weil der doch sehr schwerfällig teilweise ist. Moment, wo haben wir hier Ladefläche abbauen? Werkstatt. Werkstatt Anhänger. Ah, brauche ich erst eine Sattelkupplung für. Das ist dann blöd. Ja gut, dann komm, dann nehme ich den Tankwagen. Falls euch mit euren Ungetümen unterwegs der Sprit ausgeht. Ja. Ich denke, das passt so. Wir folgen. Nehme ich noch Zusatzbeleuchtung? Ach gut, das ist die Pornobeleuchtung. Ja. Nicht dein Grundumleucht. Echt die. Ach, Grundumleuchten, ja. Aber es gibt nämlich mit einem der Fahrzeuge, die wir haben hier, gibt es noch so eine pinke Zusatzbeleuchtung. Die der Andi mal im Let's Play dabei hatte. Hallo, fahrt ihr mal? Ja, ja, ich musste nur ein kurzes Stück zurücksetzen, weil. Baum. Weil LKW und so. Oh, mach die Funzel aus. Geht nicht. Kannst du nicht sagen, ob an oder aus. Ich wollte es nur mal wieder sagen. Achso, durch den Fluss. Ja. Ach ja. Du hast die Route markiert. Wir fahren dir nur hinterher. Und so müsste ich auch wieder einschalten dann. Ich finde das cool. Man hört den Fluss rauschen. Vögel zwitschern, nur eure LKWs nicht. Gefährlicher Wasserstand. Was er nicht sagt. James, wenn wir dann mal ETS drehen, ne? Ja. Dann fahre ich dich mit meinem MAN in Grund und Boden. Nee, mach Rundumleuchten dran. Der Andi mag die. Nein, ich mach keine Rundumleuchten dran. Ich mag die Funzeln nicht. Danke. Scheiße! Ich eigentlich auch nicht, aber ich nerv ihn so gern. Ja, ja, das weiß ich. Das ist mir schon klar. Mir geht dieses Disco-Light immer so auf den Nerv. Wenn ich Disco will, gehe ich in die Disco, ne? Ja, genau. Da ich lieber in die Kneipe gehe. Fahr du Träne! Was sind das da rechts? Da leuchtet was. Ist das ein Hobbit-Bau oder was? Das ist ein Feuer. Wieso ist da ein Feuer? Weiß ich nicht. Weil du vorhin deine Zigarette dahin geworfen hast. Ja, ja. Das kann der James genauso gewesen sein, nicht immer ich. Oh! Oh, du machst da vorne aber ganz schön Hüpfer. Ja, ja, der setzt gerne mal auf. Fahr du Träne. Ja, kipp nicht um. Geb Vollgas, was soll ich noch mal? Hör mal auf, mich zu bedrängen hier. Du hast nötigst einen voll, ne? Ist voll schlimm mit dem. Mein hast du geguckt, ob deine Platte ausreichend Platz hat? Ja, warum? Ja, weil das eine längere Session wird. Ja, ich habe 600 GB frei. Das dürften gute 6 Stunden sein. Das haut schon hin. Sehr, 6 Stunden haut hin, stimmt. Nee. Oh nee. Nein, Andi, nicht nee, schon. Nee. Das ist jetzt nicht wahr. Wo ist er denn jetzt schon wieder umgekippt? Ich sehe ihn nicht. See. Im See. Nee, am See. Der ist da an der Sandbank umgekippt. Bleib da und verrecke. Kannst du mich mal rausziehen hier? Ich komm schon. Rausziehen bitte. Ich komm ja schon. Warte mal. Jetzt hör auf zu hören. Jetzt schubst mich nicht noch komplett und der Motor läuft noch. Jetzt ja, dann hättest du dich doch einen Baum rausziehen können. Jetzt fährt er mich. Ja nee, ich habe den Motor gerade wieder so angekriegt. Wenn ich jetzt nur hier irgendwas loslasse, dann geht er wieder raus. Ja, ich buddel mich gerade ein hier. Ja, ist ja gut, der Onkel ist ja schon da. So. Danke. Bitte. Warte, lass mich die Winde noch wieder lösen. Der Julian war schuld. So. Was so. War ich denn schuld? Ja, du warst schuld. Du hast mich so bedrängt. Da wurde ich nervös und dann habe ich ja. Dummen Fehler. Deine Unfähigkeit, mir wieder zuzuschieben. Ich geh mal ein Stück aus dem Weg hier, damit du besser wenden kannst. Ach, du fährst jetzt rückwärts nebenher, cool. Aber der ist rückwärts schneller als wir vorwärts. Ja, ich weiß nicht, was hier los ist, warum er so schnell ist. Keine Ahnung. Ja, das ist halt ein Formel 1 LKW. Das
ist doch kein Formel 1 LKW. Doch, du siehst doch, wie schnell der ist. Aber fahren die diese Dinger nicht auch bei den diesen Rallye-Dingern da mit Rallye Dakar und so ein Kram? Weiß ich gar nicht. Da gibt's doch auch diese LKW-Klassen, glaube ich, diese Wüsten-LKWs. Was? Ich war gerade am gucken, ob ich da hochfahren will oder nicht, aber ich habe mir gedacht, das lasse ich dieses Mal lieber. Nee, das ist auch keine gute Idee. Wenn du irgendwo auf dem Weg zum Verdeckungspunkt oder so irgendwo ein Fahrzeug siehst, was du freischalten kannst, mach das ruhig. Weil ja, dann können wir das auch. Da sind manchmal ganz gute dabei. Aber die zwei, die es hier auf der Karte gibt, die haben wir schon aufgedeckt. Hä? Aufgedeckt, aber noch nicht freigeschaltet. Nee, ja. Aufgedeckt aber schon. Ja, aber ja, wir müssen die ja noch freischalten irgendwie. Weil manchmal gibt man dann diese dicken Großen, die sind manchmal ganz praktisch. Ja. Kommt aber drauf an. Der eine, der mit dem, nicht mit dem zweigeteilten. Es gibt ja einen mit dem zweigeteilten Führerhaus und einen mit nur einem. Aufs Wetter? Der mit nur einem Führerhaus, wo das nicht zweigeteilt ist, der fährt ein bisschen besser, was das Lenken angeht. Aufs Wetter? Hä? Ja, das kommt drauf an. Ja, aufs Führerhaus. Ah! Ach, du, hier wird's eng. Kannst du nicht mal einen Meter weiterfahren und hier die Kreuzung nehmen? Musst du immer durch die Möwen fahren? Ich stehe halt auf Blümchen, lass mich. Ja, schick eine Windenanfrage. Oder kommst du so raus? Ich probier's. Das kann doch gar nicht sein. Dieser LKW hat doch sonst nicht so Probleme. Ja, lustigerweise hat der, wo wir immer dachten, der hätte Probleme, hat keine. Das gibt's ja nicht. Jetzt stecke ich komplett fest, oder was? Ich komm zurück. Das kann nicht wahr sein. Ich fahr schon mal zum Verdeckungspunkt. Ja, mach das ruhig. Komm. Wenn ich ihn finde, sagen wir es mal so. Du bist so geil. Julian, kommst du? Du bist so ein... Ich fahr vor. Wo ist denn jetzt? Ja, oh. Siehste, wegen solcher Spielaktion haben wir jetzt hier den James verloren. Wo ist denn jetzt hin? Ja. Ich fahre einfach durch die Pampa gerade zum Verdeckungspunkt. Wo ist der? Ja, weg. Ach du liebe Zeit, wie bist denn der jetzt da rumgekommen? Während du hier gespielt hast. Durch den Wald, Andi, durch den Wald. Durch den Wald durch. Cool. Einfach durch den Wald durch. Wenn du gespielt hast, dass du feststeckst. Komm Julian, dein Lieblingshobby, einfach durch den Wald. Komm. Du müsstest dich ja mit Wäldern auskennen. So. Jetzt sehe ich nichts mehr, toll. Mach's Licht an. Und Verdeckung entfernt. Was erzählst du mir? Bei mir hast du nur eine Aura. Aber hast kein Licht. Oh oh. Wo stehe ich denn? Achso, ich stehe hier. Aua. Ist dir das jetzt auch passiert, oder? Ich stehe in diesem Tümpel drin. Ich komme mal erstmal wieder zurück zu euch. Im Tümpel? Ja, hier ist oh so, Gott, so ein, der ist ins Moor reingefahren. Viel Spaß. Ja, der Verdeckungspunkt war hier. Ja, in der Hoffnung, dass du da wieder rauskommst. Ne? Oh, da ist das freie... Was? Das freie Feld von unseren Outtakes, erinnerst du dich? Oh, schade. Wenn ich jetzt wüsste, was das genau war. Mit dem leichten Hügel, wo wir dann beide umgekippt waren und wieder runtergerollt sind. Ehrlich gesagt... Ach! Ja, genau. War das hier? Ja, das war hier. Okay. Fahren wir mal nach. Das sieht zwar nach freiem Feld aus, aber da kommt man nicht sehr leicht drüber. Freien Feld? War das nicht eine Umsichtkarte? Nein, das ist Freifurt. Nein, es gab, glaube ich, auch freien Feld. Die Freihafen? Nein, es gab auch freien Feld. Das habe ich doch sogar auf der Platte liegen. Aber ich glaube, das war eine Karte, die nie so richtig erschienen ist oder keine Ahnung. So. Wir fahren mal Richtung dem unteren Punkt gegenüber von der Werkstatt. Wo ist denn Andi jetzt lang gefahren? Hier lang. Richtung Werkstatt wieder, zum nächsten Punkt. Der also, unterhalb, okay. Der noch fehlt. Oh Gott, diese Ecke kenne ich noch. Da spritzt der Matsch hier. Oh Gott. Ist was? Der hinterlässt wieder ganz fiese Spurrillen. Die hat der Andi schon hinterlassen. Ich versuche nur durchzufahren. Machst du deswegen aber nicht besser, wenn du durchfährst. Ja, das stimmt.